So, ich bin's wieder, Tom LP, und ja, wir haben wieder Donnerstag, deswegen sind wir auf dem Hive-Server. Ich bin direkt mal hier in eine Survival Games Lobby reingejoint. Das heißt, wir spielen gleich wieder, wer gut aufgepasst hat. Survival Games, da freue ich mich schon, wie jeden Donnerstag, naja, weil ich bin da ja auch gut drin, letzte Woche. Gut, hab ein bisschen Pech, muss man auch sagen. Aber diesmal wird es bestimmt besser sein, so dann ist die Zeit noch rum. Und genau, jetzt sind wir hier. Genau, das ist die Map, die wir auch letztes Mal gespielt haben. Diesmal sind wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Aber ich denke, da werden wir das ganz gut hinkriegen. So, gut vorbereiten, ein bisschen konzentrieren. So. Geht alle Tasten. Ja, das sieht gut aus. So. Dann warten wir jetzt hier noch die 30 Sekunden Wartezeit ab und dann werden wir hier den ein oder anderen, zum Beispiel Lekum 1, noch mal ein bisschen umlegen. So. So, nur noch 25 Sekunden, da ist es wieder eine Spannung hier. So. 15. Ich gebe meine Prognose ab und sage, heute werden wir auch mal bis ins Deathmatch kommen, das heißt, unter die mindestens Top 4. Sag ich jetzt einfach so raus, das wird passieren. Und dann geht's los und wir versuchen direkt in die Mitte hineinzukommen und uns eine Kiste zu schauen und Eisenhosen. Jawohl. Das ist ordentlich Schutz. Das ist nicht wirklich Schutz. Oh, da müssen wir vorsichtig sein, aber wenn wir hier anlaufen, dann geht das. Oh nein, scheiß Abfuck. Scheiße! Mann, da haben wir ein... Wie blöd sind wir? Also Leute, okay, wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Runde. Bis gleich. So, da sind wir wieder bei der nächsten Runde an der Map diesmal. Das, was ich eben gesagt habe, dass wir ins Deathmatch kommen, das war natürlich für diese Runde gemeint. Und nicht für die letzte, falls ihr das gedacht habt. Das war nur ein kleiner Scherz. Nein, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen, das heißt, wir hatten wieder Pech, wie eigentlich immer. Dieses Teil, wo wir raufgejumpt sind, diese Druckplatte, das gibt eigentlich einen Boost. Allerdings war da ein Stein im Weg und der hat es das schwer zu schaffen gemacht. Und da haben wir einen Brustschutz und einen gebrannten Fisch. Nein, wir haben aber einen Gott. Aber das ist schon mal wieder sehr gut. Ein Brustschutz ist gut Schutz. Das ist hervorragend. Und dann gehen wir mal hier los. Da drüben zu dem Haus, da möchte ich hin. Da werde ich gerne gucken, ob wir vielleicht ein oder zwei Kisten abstauben könnten. Weil da sind ja auch manchmal ganz nützliche Sachen drin. Wie zum Beispiel ein Schwert. Ein Schwert wäre cool. Ich möchte ein Schwert, ja. Hallo? Ist ein Schwert? Überhaupt, ja. So. Ist hier vielleicht irgendwo eine Kiste? Nee. Nee, keine Kiste. Kiste hier drüben. Ah, oh, nee, der passt. Passt so. Oh, das haben wir hier gut geklettert. Jetzt ja mal gucken, vielleicht hier auf dem Dach. Okay, hier scheint keine Kiste zu sein. Schade. Dann gehen wir wieder runter. Besten vorsichtig, hier so mit dem Baum. Möglichst wenig Schaden kriegen, ja, das ist gut gewesen, ja. Also, ja, Start war gut mit einem Brustschutz da. Aber bis jetzt sonst nicht so gut. Gucken vielleicht hier. So, dem Loch vielleicht was. Ne, also, hier auch. Ah doch, da, seht ihr, das ist eine Kiste, die wollen wir haben. Und da haben wir noch eine Hose. Und wenn wir jetzt Sticks finden würden. Also falls ihr das nicht kennt, ich dürfte jetzt zum Beispiel nicht dieses Holz... Was scheiße! Geh weg! Geh weg! Ah, oh, so ein Hacker, Alter. Geh weg! Ich weiß, dass der immer noch hinter mir ist. Gebt die Suche auf. Ich könnte F5 drücken, aber das ist scheiße, wenn ich gegen Baum laufe. So, jetzt müsste das gehen. Können wir kurz gucken, ob er hinter uns ist? Ja, er ist immer noch hinter uns. Und jetzt haben wir nämlich genau das Problem. Ah, oh, Mann, wieso ist das immer so scheiße bei mir? Mann, wieso? Ich kann doch nichts dafür, was ich so gut bin. Ah. Okay,
Einfach so, doch, wir sehen das gleich wieder. So, wir sind jetzt wieder bei der anderen Map, wie ihr sehen könnt, aber dieses Mal wird es klappen. Wir werden ins Deathmatch kommen. Ja, es tut mir einfach leid, aber für Pech kann ich nun mal auch nichts. Ah, das ist echt blöd. Aber ich gebe nicht auf. Ich werde hier weiterspielen trotzdem. Und ein super Start, aber ich wollte eigentlich rüberjumpen. Jetzt haben wir ein Problem. Ach egal, dann gehen wir hier runter. Dann lass es hier runter. Dann sind wir hier ein bisschen sozusagen in der Kanalisation. Und hier ist auch schon der Angel und ein bisschen Weizen. Und schon. Gehen wir hier wieder raus, weil das ist ein bisschen dunkel hier und ich kann fast gar nicht sehen. Aber mit der Angel können wir zum Beispiel ein bisschen angeln. So, wo sind wir denn hier schön? Oh, das sieht ja richtig nett aus hier. Na, gehst du zu? Ey, ey! Was soll das? Mann! Ich hasse das, wenn ich hier nicht rauskomme! Jetzt lass mich doch raus! Boah, Mann, ey! Ja, wie ihr seht, man kann hier gar nicht rauskommen. Das ist wieder so typisch Minecraft. Ah, doch, jetzt geht's. Also, war nur leider ein kleiner Bug. Goldbahn, wer mit. Und der war alles mit, was wir kriegen können. So, was ist hier? Hier ist der Kiste. Das ist ein Pilz drin. Den nehmen wir einfach mal mit. Kann ja nie wissen, ob man da vielleicht Pilz braucht. Ah, hier ist noch eine Kiste. Und hier ist Gas drin. Gut, dann gehen wir mal das rein. Vielleicht hier, in dieses Haus. Da ist hier schon jemand drin. Dann sind wir am besten vorsichtig. Jetzt habe ich da... Da ist also... Wie ihr seht, nichts drin. Das heißt, wir gehen jetzt hier längs. Mal ein bisschen nach oben und sehen, hier ist eine Axt und TNT und eine Schüssel. Eine Axt, das ist schon mal erfreulich. Das bringt gar nichts, was ich gerade gemacht habe. Ach, egal. So, aber was ist hier? Hallo? Ich bin Tabepe. Ich möchte gerne genau aus diesen Kisten was einsammeln. Schuhe. Ja, Gold ist natürlich besser. Gold schlägt Leder. Und deswegen ziehen wir Leder aus, also Gold an. Und sehen, hier ist es noch mal Leder. Egal. Okay, gehen wir mal hier hoch. Was haben wir hier? Ja, gut, das ist gut, das ist gut. Ein Steinschwert ist immer gut und 2x TNT ist natürlich noch besser. Erfahrungsflasche. Das ist auch gut, wenn wir eine Erfahrung voll haben. Das heißt, dann können wir theoretisch zum Verzauberungstisch. Ich weiß nicht, wo der hier ist. Nehmen wir mit. Seht ihr, es läuft jetzt schon viel besser, aber wenn die jetzt... Scheiße. So. Okay, gehen wir mal auf der Seite runter. Und sehen, da ist jemand und den machen wir jetzt kaputt, komm. Ah, der Schisser. TNT-Falle. Ah, nein, Scheiße! Das kann doch nicht was! Wie oft habe ich den getroffen und mein TNT auch? Ah, Scheiße! Nee, ich glaube, das sind eindeutig nur Hacker hier. Ich würde sagen, wir spielen vielleicht noch zum Abschluss eine Runde. Ja, was spielen wir? Spielen wir noch eine Runde Splack oder? Ja komm, heute hau ich mal raus. Dann spielen wir halt noch eine Runde Splack. Wir sehen uns gleich in Splack wieder. So, wir sind jetzt hier bei Splack. Und eine schöne Map, wie ich finde. Und jetzt können wir hier richtig ausrasten. Komm jetzt her, ich habe ein bisschen Frust wegen Scheiß Survival Games. Aufpassen. Ja, läuft gut. Läuft gut bei uns. Aufpassen. Okay. Da oben ist halt auf dem Hügel. Das finde ich nicht gut. Den haben wir da jetzt runter. Seht ihr das? Und da ist er fast weg. Fast weg. Ne, den habe ich jetzt im Auge. Passt auf. Den mache ich jetzt. Wenn man was im Auge hat, dann macht man den. Seht ihr? So geht das.
Oh, guck mal, wie gut wir das können. Wir halten uns richtig lang hier oben. Tom and AP. It's the bestest Black Car auf der Welt. Ey, das ist Dipsy. Dipsy, geh weg. Ich mag Dipsy nicht, ich mag nur Po. Na? Na? Hab ich dich runtergekickt? Scheiße. Oh, Leute. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Da hinten ist einer. Oh, nur das 16? Ich glaube, das ist so gekauft. Da ist wieder Dipsy hier. Der Grüne. Der heißt aber hier. Heißt er. Ah, nein! Oh, Scheiße. Naja, wie viele sind wir geworden? 13. Nee, wir beleben uns erstmal nur wieder. Okay, Leute. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Ich würde mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.